Für die italienische Meringue oder Sospiro Dominicano, das ist das gleiche, hat nur verschiedene Namen, benötige ich 4 Eiweiß, 40 Gramm Zucker, 200 Gramm Zucker, 60 Milliliter Wasser, eine Prise Salz, eine Küchenmaschine oder ein Handrührgerät, ein Thermometer und einen Kochtopf. Ich werde zuerst die Eiweiß in die Küchenmaschine geben. Dann gebe ich in den Topf die 200 Gramm Zucker und das Wasser. Also es sollte so sein, dass der Zucker gerade so bedeckt ist. Das wird jetzt erhitzt auf mittlerer Stufe, bis es ca. 110 Grad erreicht. Dann schlage ich das Eiweiß mit einer leichten Prise Salz, gebe dann den restlichen Zucker hinzu. Und später, wenn die Temperatur des Zuckerwassers 118 Grad erreicht hat, wird der flüssige Zuckersirup in das Eiweiß reingegossen. Mit einem ganz leichten, dünnen Strahl nur, damit die Eier nicht anfangen zu kochen. Diese Creme, Eiweißcreme, heißt italienische Meringue. Die Dominikaner, der Dominikanischen Republik, benutzen die gleiche Creme. Allerdings nennen sie diese Suspiro. Da der Merengue dort ein Tanz ist. Und so wird das Suspiro genannt, aber es ist an sich die gleiche Creme. So, es fängt jetzt an warm zu werden. Wir sind mal bei 32 Grad. Das Gerät piepst halt. Und ich zeige euch dann, wie weitergeht. Ich mache jetzt eine kleine Prise Salz rein, schon hier in das Eiweiß. So, die Temperatur hat jetzt 100 Grad erreicht. Dann lasse ich jetzt den Eischnee schlagen. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich werde gleich diesen Zuckersirup hier reingießen in einem dünnen Strahl. Bitte, bitte, fasst es niemals an. Dieser Zucker ist sehr, sehr heiß. Er würde euch sehr schwer verbrennen. Also bitte passt auf, auch wenn ihr kleine Kinder habt im Haushalt. Ich habe deswegen auch die Küchenmaschine gleich in die Nähe gestellt, damit ich nicht durch die halbe Küche laufen muss. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht in Berührung kommt mit diesem heißen Zucker. Jetzt mache ich die Küchenmaschine wieder an. Sobald der Zuckersirup in dem Eiweiß ist, wird die Schüssel ziemlich heiß. Die Maschine muss jetzt weiterrühren, bis die Masse wieder auf Zimmertemperatur ist, also circa 20 Minuten. Dann geht's los. So, der Eischnee ist relativ gut runtergekühlt jetzt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch etwas Aroma reingeben: Vanille, Zitrone. Die ist schon wunderbar glänzend. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Ist fest. Wird ganz toll schmecken. So, der Eischnee ist jetzt fertig. Ich mache jetzt hier das mal weg. Und ihr seht, das ist wunderbar glänzend. Hat ihr diese Spitzen? Ist ein fester Eischnee, aber wunderbar glänzend. Den seht ihr hier. Das sieht aus wie Perlen. Wie Perlmutt.
Man kann es so ungefähr vergleichen wie die Masse von den Schaumküssen. Das ist sehr ähnlich. So eine ähnliche Masse wie die.